Seit November 2014 hat das Elbland-Klinikum in Riesa einen neuen Chef an der Spitze der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie. Dr. Rainer Klaus lenkt seitdem die Geschicke dieser zentralen Abteilung. Ich konnte in der ersten Zeit auch natürlich schon einige Veränderungen herbeiführen. Ich konnte die Klinik, die ja eine gewisse Zeit ohne Chefarzt war, inzwischen noch weiter auf mich zuschneiden und bestimmte Sprechstunden und auch Verfahren schon etablieren. Für Dr. Klaus und seine Mannschaft steht der Patient Tag für Tag im Mittelpunkt der Arbeit. Klaus ist es wichtig, nah am Patienten zu sein. Im Riesaer Elbland-Klinikum steht eine besondere Methode bei OPs zur Verfügung, die der Chefarzt weiter ausbauen möchte. Ganz besonders in der Knieendoprothetik nutzen wir ein Navigationssystem. Dieses Navigationssystem funktioniert etwas so wie beim Auto. Man braucht es nicht unbedingt, aber man kommt schneller und genauer ans Ziel und es hat gewisse Vorteile, wenn jetzt Stau oder Umleitung ist, und so ähnlich ist das auch am Kniegelenk. Wir können mit dem Navigationssystem bei dem Einbau künstlicher Kniegelenke den Einbau genauer durchführen und exakter. Wir können die einzelnen Komponenten hier im Kniegelenk besser positionieren und entsprechend nutzt dieses Navigationssystem damit auch dem Patienten. Ja, es verbessert die Patientensicherheit bei dieser Operation. Dr. Rainer Klaus wechselte vom Bergmannstrost Halle nach Riesa. Der Mediziner wohnt in Oschatz und will künftig die beiden Bereiche Orthopädie und Sportmedizin, die ihm besonders liegen, enger miteinander verbinden.